Ein ganz liebes und herzliches Hallo hier auf meinem YouTube-Kanal Altes Wissen für eine neue Zeit. Ich mache heute weiter mit meinem Wintersonnenwende- und Weihnachtsspecial und möchte heute ein bisschen was über das Luzienfest erzählen, über die Lucia, die Lichtträgerin ganz allgemein, über Luca, meinen Enkelsohn, den kleinen Lichtträger, und auch über die Percht, die wahrscheinlich das ursprünglichere Bild zu dieser ganzen Thematik darstellt. Also fangen wir mal bei dem an, was wirklich gerade sehr präsent wieder ins Bewusstsein rückt, und das ist das Fest der Lucia, das in Schweden immer noch gefeiert wird oder das vor allem in Schweden gefeiert wird. Mir erscheint, dass auch dieses Lucienfest plötzlich wieder sehr präsent wird, und irgendwie habe ich so das Gefühl, alte Bräuche, die vielleicht gar nicht so alt sind, wollen derzeit einfach ins Bewusstsein der Menschen zurückfinden. Und manchmal tue ich das selbst ein bisschen so hinterfragen, nicht unbedingt kritisieren, aber sehr wohl hinterfragen. Und dennoch spüre ich so tief in meinem Herzen, es ist gut, dass es an die Oberfläche kommt, dass man darüber spricht, dass es sichtbar wird, spürbar wird. Vielleicht gar nicht so wichtig dahinter, wie alt oder wie präsent es braucht und wirklich ist. Aber das Fest der Lucia wird in Schweden tatsächlich gefeiert, aber eben nicht seit Jahrhunderten, sondern eher seit einem kürzeren Zeitrahmen erst. Doch wenn das Fest gefeiert wird, ist es ein sehr schönes Fest. Also ganz kurz fangen wir mal an. Lucia, der Name, wenn wir ihn versuchen zu übersetzen, würde es so viel heißen wie die hell leuchtende, die hell glänzende, die strahlende. Die Lucia ist eine Lichtbringerin, eine Lichtträgerin, und als solche wird sie auch in Schweden gefeiert. Das Fest in etwas sieht so, also ich kann es jetzt auch nur aus Nacherzählungen weitererzählen, also ich habe das nie erlebt, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber es wird ja darüber geschrieben und ich bin eine von denen, die diese Geschichten nacherzählt, ohne sie jemals erlebt zu haben. Genau, die in Schweden wird an diesem Tag das älteste Mädchen der Familie weiß gekleidet. Es kriegt einen roten Gürtel rund um das Kleid. Es kriegt einen Kranz aufgesetzt, der ursprünglich aus Preiselbeeren geflochten wurde und auf den auch Kerzen stehen letztendlich. Mittlerweile sind das in erster Linie LED-Kerzen und keine echten Kerzen. Doch dieses Mädchen geht dann im Gefolge ihrer Geschwister, die auch Kerzen tragen, durch das Haus. Es werden Lieder gesungen. Die Kinder bringen den Eltern das Frühstück ans Bett, da im besten Fall sind auch schon diese Lucienbrötchen, die Safranbrötchen gebacken worden, und es gibt dann ein gemeinsames Frühstück in der Familie. Es gibt aber zu den Lucienfesten auch Umzügen, die sind dann etwas größer, finden in den Kirchen, nicht in den Kirchen, in den Kindergärten, in den Schulen statt, und wiederum geht eine Lichtträgerin, eine Lucienbraut, eine Lichtbraut voran mit dem Kerzenkranz am Kopf. Und in ihrem Gefolge sind Sternenjungen, also das sind dann die Burschen, die kriegen dann so einen Stern am Kopf aufgesetzt. Es gibt aber auch Pfefferkuchenmännchen, aber so Wesenheiten aus der Zwischenwelt scheinen hinter der Lucia dreinzugehen. Und es ist eben ein Umzug mit Liedern, wo Lieder gesungen werden, wo es dann nachher auch Glühwein oder Grog gibt und wo ein Fest des Lichtes gefeiert wird. So viel zum Fest der Lucia. Es gibt natürlich auch eine christliche Lucia, eine Heilige, eine Märtyrerin. Die Geschichte geht auf das 3. Jahrhundert zurück. Eine Frau, die in Italien lebte und Lucia hieß, hat sich dem christlichen Glauben oder ist in den christlichen Glauben eingetreten. Sie wollte ihr Leben Jesus widmen und nicht den ihr vorgeschlagenen Ehemann annehmen. Sie hat dann auch nächtens die Christen versorgt, die zur damaligen Zeit noch verfolgt wurden, und hat ihnen Essen gebracht. Und weil sie nur in der Nacht nach draußen gehen konnte, trug sie eben einen Kerzenkranz am Kopf, sodass ihre Hände frei waren für die Gaben, die sie den verfolgten Christen in ihre Verstecke bringt letztendlich. Die Lucia ist dann als Märtyrerin eines fürchterlichen Todes gestorben. Ihr Ehemann oder der Ehemann, der dann keiner geworden ist, hat sie verraten, und sie wurde fürchterlich umgebracht, also mit fürchterlichen, die Augen ausgestochen, verbrannt. Also sie ist aber so, keine dieser Gräueltaten hat so recht zum Tod geführt, und sie ist dann wirklich eines fürchterlichen Märtyrertodes gestorben.
Ja, die katholische Kirche mit ihren Märtyrern, gell? Also auch das, da mal gleich mal links wegschieben, weil da atme ich sehr schwer, diese Bilder der brennenden Frauen und der Dolche in die Kehle, da spüre ich gleich selber, wie oft uns Frauen auch mit diesen Bildern, ja, auch wirklich die Angst noch im Nacken sitzt, weil wir auf Seelenebene vielleicht oftmals genau so etwas erlebt haben. Naja, wollen wir mal nicht tiefer dahinter schauen, würde ich einmal sagen. Was gibt es dazu noch zu sagen? Also in unserem mitteleuropäischen Kulturkreis war mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Lucia, die Lichtbringerin, so stark verankert, sondern unsere gute alte Percht. Wir wissen, dass in unserem Kulturkreis die Erdengöttin selbst als Frau Holle, als Frau Percht bezeichnet worden ist, vor allem in den Wintermonaten, wo sie ihre Gestalt als alte, weiße, schwarze Göttin angenommen hat, als Großmutter, als Wintergöttin, gibt es eben dieses Bildnis der Percht. Die Percht ist niemand anderer als unsere Erdengöttin selbst. Und sie ist sehr präsent in diesen winterlichen Tagen. Sie kommt an die Seite von ihren Menschenkindern. Also sie tritt ja wirklich bei, man spricht davon, dass zu den Rauhnächten die Percht kommt. Man stellt ihr Perchtelmilch hinaus. Jetzt juckt mich die Nase auch noch, sowas. Man stellt ihr die Perchtenmilch hinaus. Man hat Perchtenkekse gebacken und man erwünscht sich den Besuch der Percht. Ein bisschen fürchtet man auch den Besuch der Percht, weil sie hat immer so diese Qualität der Bestrafenden und der Belohnenden. Das ist auch ihre tatsächliche Aufgabe in diesen Wintertagen. Und dennoch hat man sich den Besuch immer erwünscht und hat sie herbeigebeten, weil es letztendlich doch immer ein gutes Zeichen war, wenn die Percht kam. Denn sie ist ja die Erdengöttin selbst. Sie ist die Lebenskraft selbst. Sie bringt die Fruchtbarkeit. Sie bringt den neuen Zyklus. Sie ist immer die, die das Lebensrad wieder weiterdreht. So hat sie auch in den rauhnächtlichen Nächten in ihrem Gefolge nicht nur die Naturwesen mit dabei, sondern auch die Seelen der ungeborenen Kinder. Auch dafür sorgt die Percht in den Rauhnächten, dass die Familien, die sich eine Kinderseele herbeiwünschen, mit dieser Seele bereits in den Rauhnächten in Kontakt gehen. Ein kleiner Tipp für alle, die sich ein Kind wünschen: In den Rauhnächten ist ein wunderbarer Zeitpunkt dafür, die Percht herbeizurufen und sie zu bitten, dass ihr in Verbindung schon treten könnt mit der Kinderseele, die gerne geboren werden möchte. Da gäbe es wiederum so vieles dazu zu erzählen, diese vorgeburtliche Kontaktaufnahme mit der Kinderseele ist so wichtig. Ich glaube, da muss ich einmal was extra dazu machen, weil mir das so unsagbar wichtig erscheint. Aber jetzt in dem Zusammenhang ist es nur wichtig, dass es auch die Aufgabe der Percht war, die Lebenskräfte, die Zyklen des Lebens immer weiter zu tragen. Und auch deswegen kam sie in den rauen Nächten vorbei, in den Weihenächten, in den dunklen Nächten vorbei, um eben das Lebensrad weiterzudrehen, auch die neuen Seelen zu bringen und die Seelen, die schon auf der Erde lebten, ein wenig zu überprüfen. Also auch das ist eine der Hauptaufgaben der Percht. Sie kommt an unsere Seite, sie blickt in unsere Herzen, sie blickt in unsere Seelen und sie möchte gerne, dass wir uns selbst überprüfen, ob wir noch auf einem rechten Lebensweg sind, ob wir dem Seelenauftrag noch folgen, ob wir den Gesetzen der Natur folgen oder ob wir uns von den Gesetzen der Natur abgewandt haben, vielleicht etwas zu viel eben den Energien von Neid und Missgunst hingegeben haben. So erscheint die Percht. Und wenn sie auf Menschen trifft, die sich eben abgewandt haben vom großen Ganzen, von der Einheit, von einem guten Leben im Einklang mit der Natur, dann hat sie schon einmal ihre schiere Seite gezeigt, ihre hässliche Seite, auch mit Strafen gearbeitet, um die Menschen in die Selbstreflexion zu bringen, um die Menschen zu einer inneren Umkehr zu bewegen. Das ist so ihre eigentliche Aufgabe. Traf sie aber auf Menschen, die ein gutes Herz hatten und den großen Gesetzen der Natur folgten, dann gab es von ihr schon auch mal eine Belohnung. Also sie hat immer diese bestrafende und belohnende Seite, die schiere und die schöne Seite. Was aber da noch dahinter steckt und was mir gerade noch viel, viel wichtiger erscheint, ist, dass die Percht sowohl die Dunkelheit als auch das Licht in sich
vereint. Wir haben ja diese große Spaltung von Dunkelheit und Licht. Und das muss ja auch gestehen, das ärgert mich in diesen Tagen ein klein wenig, wenn immer alle Menschen nur auf das Licht blicken und so tun, als ob das Licht das einzig Gute wäre. Es ist natürlich schön, wenn wir von den Lichtträgerinnen, von den Lichtträgern sprechen, von den Lichtbringern, vom wiedergeborenen Licht, wenn dieser Fokus so sehr auf diesem ewig heiligen Licht ist. Aber tief in mir macht es mich traurig, dass die Dunkelheit immer und immer wieder als die Böse dargestellt wird. Das, was es zu überwinden gibt, das, was es zu erlösen gibt. Und das stimmt so nicht. Die Dunkelheit ist einfach nur eine andere Qualität, aber sie ist die Gebärende. Sie ist die unendlich Weite, sie ist eigentlich so diese Basis allen Lebens, der Ort, wo alles geboren wird. Sie war niemals negativ, sie war nur eine andere Qualität gegenüber des Lichtes. Beide sind heilig, heilige Dunkelheit, heiliges Licht. Das eine ist nicht böse, das andere nicht gut, das eine nicht schlechter, das andere nicht besser. Und solange wir es nicht lernen, Dunkelheit und Licht wieder zusammenzubringen, Göttin und Gott wieder zusammenbringen, Gut und Böse wieder als Einheit wirken zu lassen und nicht als getrennte Kraft, wird es nur ein wenig schwierig bleiben auf dieser Welt. Und dies ist zum Beispiel eines der Gesetze unserer großen alten Perch. Sie trägt die Dunkelheit und das Licht in sich. Sie ist noch nicht gespalten und sie spaltet auch nicht, so wie vieles danach in die Spaltung führte in den neuen Religionen. Deswegen liebe ich sie auch so sehr. Hui, jetzt rutscht sie ein wenig mit mir herunter, die Percht. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Jetzt ist so meine Kamera so runtergerutscht. Vielleicht wollte sie die Erdengöttin in meinem Hintergrund noch etwas sichtbarer machen. Immer wieder werde ich auch gefragt, wer diese schöne Göttin gezaubert hat. Es ist meine liebe Freundin Sabine Schörkuber, die diese wunderbaren Gestalten anfertigt. Sie arbeitet unter Lorm und Kreidel. Gern würde heute einmal ihre Seite verlinken. Allerdings ist sie über Monate bis hin zu Jahre ausgebucht in der Herstellung solcher wunderbaren Geschöpfe. Ach ja, so vieles gäbe es zu erzählen rund um die Lucia, rund um die Perch. Das sind einfach so diese, es kommt wirklich aus dieser Urweihnacht heraus, wo eben die große Göttin als Göttin der Fruchtbarkeit, als Göttin des Lebens auf ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen verehrt worden ist. Sie war die Gebärende. Sie war die, die das Lebensrad immer und immer wieder weiterdreht. Sie wurde als große Göttin in vielen, vielen verschiedenen Gestalten verehrt. Zum Beispiel auch als Lucina, als römische Göttin des Mondes, der Gebärenden, der Schwangeren, der Geburt, als Göttin, die den Kindern ans Licht hilft. Also sie, diese Lichtgestalt der großen Göttin, die jetzt in der Dunkelheit eben mit all ihren Aspekten an unserer Seite steht, das war so ein Urbild, das so unsagbar stark da war. Und vieles von diesem Urbild ist ja auch wieder verzerrt worden. Es gibt dann auch die blutige Lutz, die Kinder ermordet, bis hin zu Luzifer, der ja auch in irgendeiner Weise als Lichtengel letztendlich diese, oder als ursprünglicher Lichtengel letztendlich dann die Rolle des ganz Bösen übernehmen musste. Also diese unsagbare Aufspaltung in Gut und Böse, Licht und Dunkelheit, vollkommen zerstörerischer Kraft und sehr, sehr guter Kraft, dieses krankhafte Teilen, das hat gar nicht so viel Gutes auf der Erde bewirkt. Würden wir uns ein bisschen zurückbesinnen zu den alten Bildern, wo es zwar auch Gut und Böse gab, aber das nur in einer ganz anderen Einheit wirkte, wirklich so als Teil des Lebens letztendlich. Es ist selbstverständlich, dass wir innerhalb des Lebens einmal vom Weg abkommen. Wichtig ist nur, dass wir uns überprüfen und wieder zum rechten Weg zurückfinden. Das gibt es eben nicht mehr seit diese alten Bilder, auch die alten Bilder der Percht vergessen wurden. Ja, in diesen Tagen ist sie an unserer Seite, ob ihr das wollt oder nicht. In diesen Tagen ist die Percht, die Erdenmutter, die große Göttin an unserer Seite. Und sie wird immer wieder ihre Kinder besuchen. Ihr könnt ja gerne was hinausstellen, wenn ihr möchtet. Aber egal, ob ihr das tut oder nicht, sie wird kommen und sie wird in eure Herzen blicken und sie wird in eure Seelen blicken und sie wird euch fragen, seid ihr noch auf einem guten Weg?
Seid ihr auch, euch auch sicher, dass ihr einem guten Herzensweg folgt, einem guten Seelenweg folgt? Fühlt ihr, dass ihr den Gesetzen der Natur noch dienlich seid? Seid ihr euch auch sicher, dass ihr im Dienste des großen Ganzen steht? So mit diesen Fragen kommen sie in diesen Tagen. Ja, und bleibt auch noch einige Zeit an unserer Seite. Sie wird uns über die Wintersonnenwende hinüber begleiten, hinein in die Rauhnachtszeit. Und dann mit dem 6. Jänner letztendlich, das ist der Höhepunkt ihrer Festzeit. Also da erscheint sie in ihrer dreifachen Gestalt und dann erst beginnt das neue Jahr wirklich zu wirken. Also so langsam jetzt sowieso in der Zwischenzeit drinnen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Beginn des Dezembers, der sehr vieles aufgewühlt hat, sehr viele alte Themen, Traumen, Retraumen hervorgebracht hat. Das wird jetzt schon ein bisschen ruhiger. Ein wenig habe ich so das Gefühl, die Zeit vor Weihnachten ermöglicht uns schon, ja, diese wilden inneren Prozesse ein wenig stiller werden zu lassen. Und wirklich Ruhe spüre aber erst für die Rauhnächte. Ja, schau mal, was uns bis dahin noch alles begegnet. Heute ist die Lucia da. Die Percht aber genauso. Ich würde euch bitten, lehnt die Dunkelheit nicht ab, sondern verbindet euch mit ihr. Erkennt es wieder als heilige, besondere Kraft, dass wir ein bisschen was von dieser ewigen Spaltung auflösen. Ach ja, und mein Enkelkind Luca, es geht ihm gut, er wächst und gedeiht. Die Eltern machen das ganz, ganz wunderbar. Ich bin sehr stolz und halte mich aber so gut als möglich heraus. Denn auch das ist die Aufgabe der großen Mutter, dass sie ihren Kindern, die erwachsen sind, letztendlich vertraut, dass sie es selbst richtig machen. Hin und wieder kann ich ein bisschen prüfen. Aber letztendlich ist meine Aufgabe es, zu vertrauen und ihnen es zuzutrauen, dass sie es auf ihre Weise richtig machen. Genau das geschieht letztendlich auch. Ja, mein kleiner Luca, der Lichtträger, scheint wirklich so ein Sonnenseelchen zu sein und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was er noch alles in unser Leben bringen wird. Jetzt aber höre ich auf, schon wieder sehr, sehr lange geplaudert. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen Zeit habe, weitere Videos zu drehen. Unbedingt möchte ich eben über den Christbaum noch erzählen, aber ich bin mir sicher, der rechte Zeitpunkt wird kommen. Bis dahin alles, alles Liebe, einen wunderschönen Luzientag.